bin Leonie Baumann, ich bin 22 Jahre alt und ich mache im Moment ein duales Studium zur Ergotherapeutin. Wenn ich hier einen Arbeitstag starte und ist zum Beispiel ein neuer Klient da, dann fängt man in dem ersten Schritt immer mit der Diagnostik an. Das heißt, man befundet den Patienten und schaut sich da eben ganz genau, wie gesagt, den Alltag an. Ja, also fragt nach, wie klappt es so mit dem Anziehen zum Beispiel, beim Essen, bei der Arbeit oder auch bei Hobbys und kriegt erstmal so ein ganz grobes Bild, aber auch schon sehr genau auf den Alltag bezogen von dem Patienten. Und im weiteren Verlauf überlegt man dann eben, wie man den Patienten unterstützen kann, seine Ziele zu erreichen, die man mit dem Klienten zusammen aufstellt. Und genau, das macht man dann aber im weiteren Verlauf. Also für ein duales Studium muss man auf jeden Fall sehr belastbar sein. Das ist einfach viel an Arbeit oder auch an Workloads, die man hat. Man hat einerseits eben die Ausbildung, die schon sehr umfangreich ist, da man eben so viel über die verschiedenen medizinischen Fachbereiche lernt. Auch über Menschen jeden Alters, muss ich dazu sagen. Also man arbeitet mit Kindern bis zum hohen Alter. Also das ist eben auch eine weite Spanne und das Leben verändert sich ja auch immer wieder und damit hat man immer wieder andere Aspekte, mit denen man zusammenarbeitet. Von daher muss man auf jeden Fall fleißig sein, würde ich sagen, und man muss auch eine Begeisterung für den Menschen und für verschiedene Lebensthemen mitbringen. Eine Herausforderung ist auf jeden Fall, also das kann man positiv und auch als Herausforderung sehen, dass man dem Menschen sehr nahe kommt, wenn man eben versucht, wirklich das ganze Leben des Menschen zu verstehen, mit dem man zusammenarbeitet. Und dabei hat man natürlich, kommt man auch mit Schicksalsschlägen in Verbindung oder bekommt da Schicksalsschläge mit. Einerseits muss man eben für diese Schicksalsschläge Sensibilität mitbringen als Therapeutin und andererseits muss man auch ein dickes Fell haben. Mein innerer Antrieb ist einfach, dass man die Lebensqualität von den Menschen so viel verbessern kann, wenn man mit ihnen zusammenarbeitet. Dadurch, dass wir als Ergotherapeuten eben versuchen, die Menschen zu verstehen und auch wirklich herauszufinden, was sie an ihrem Leben vielleicht vermissen, seitdem sie vielleicht einen bestimmten gesundheitlichen Einschlag hatten, ist es einfach schön und wichtig, da zu gucken, wie man die Menschen unterstützen kann, wie man sie begleiten kann, die Lebensqualität zu verbessern und eben aus dem, was sie in ihrem Leben haben, wieder das Beste herauszuholen. Das ist das Schöne an dem Beruf.